Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, heute befinden wir uns wieder im schönen Tamriel und irgendwie sage ich das mittlerweile jede Folge, habe ich so das Gefühl. Ich stehe jetzt extra noch hier vorne im Baum und zwar ist das, ich gehe mal hier ganz raus, ist das in Gradwald dieses kleine Fleckchen hier, was Eldenwurz heißt, das könnt ihr anklicken. Wenn ihr vom Wegschrein auskommt beispielsweise, der ist nämlich Antwort hier direkt ist gegenüber, frei von Piraten. Könnt ihr hier hinlaufen. Und ich wollte euch das mal eben zeigen, wo ihr dann entlang müsst. Es wird zwar angezeigt, ihr könnt auch rechts rumlaufen, das ist egal. Ihr müsst einfach nur ins oberste Stockwerk. Es wird zwar angezeigt, aber manche Leute verlaufen sich hier trotzdem. Deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige das mal ab dem Moment, wenn ich hier reinlaufe. So, hier unten sind die Handwerkstische. Die könnt ihr getrost ignorieren. Und dann etwas höher gehen. Hier steht wieder die eine aus der Magiergilde. Die kann ich jetzt getrost ignorieren. Und gehe hier in den Thronsaal rein. Ihr habt es vielleicht gesehen, rechts und links. Ich glaube, links war die Magiergilde und rechts war die Kriegergilde. Also, wenn ihr die mal hier suchen solltet, dann findet ihr die auf jeden Fall hier. So, weiter geht's mit unserer Geschichte. Ihr seid mutig, euch so furchtlos zu nähern. Gebt mir einen guten Grund, mit euch zu sprechen. Ich werde es so aussehen lassen, dass ihr auf meinen Wunsch hier seid. Sonst werden meine Untertanen denken, ihr habt die Grenze überschritten und werden euch fürs Abendessen in Augenschein nehmen. Königin Iron hat mich entsandt, um mitzuhelfen, gegen die Unruhen vorzugehen. Wie aufmerksam! Ein solch großzügiges Geschenk kann ich schwerlich ablehnen. Insbesondere nicht angesichts der Widrigkeiten, die sich in Eldenwurz zusammenbrauen. Ja, und wir haben ein diverses, leichtes Oberteil bekommen. Wie gut seid ihr beim Bau von Botschaften? Wisst ihr, Königin Iron hat mir versprochen, eine für die Khajiit zu bauen, als Zeichen unseres guten Willens. Aber jetzt ist schon ein ganzes Jahr verstrichen und es gibt immer noch keine Khajiit-Botschaft. Das hat zu allerlei Ärgernissen geführt. Was hat diese Verzögerung verursacht? Eine gute Frage. Wollt ihr dem Kamoran-Thron dienen? Ihr könnt damit anfangen, Prinz Naemon zu fragen, warum seine Leute ihre Versprechen nicht halten. Er ist der, der immer so wirkt, als hätte er den Eldenbaum in voller Länge in seinem Arsch stecken. Ich darf so etwas sagen. Ich bin der König. Ich werde Prinz Naemon fragen. Ich weiß aber nicht, ob ich die gleiche Ausdrucksweise benutzen sollte. Das ist geil. Ja, schnell jetzt. Lasst nicht euren Mund offen stehen. König Kamoran Aeradan, oder wie auch immer, meinte, es gäbe Probleme mit der Khajiit-Botschaft. Schon wieder? Meine Schwester, Königin Iron, war töricht genug, sich vor Monaten zum Bau einer Botschaft für die Khajiit zu verpflichten. Botschafterin Tarinwi in der altmerischen Botschaft sollte sich um alles kümmern. Warum hat sich der Bau so verzögert? Nein, ich beantworte euch keine Fragen. Nicht, nachdem ihr Sippenhochfürstin Estre erschlagen habt. Denkt ihr wirklich, dass ich einfach so ein Schwätzchen mit der Person halte, die meine Frau getötet hat? Dass wir den Nymphenmet kreisen lassen und uns heitere Schwänke erzählen? Ach ja, stimmt, die waren ja verheiratet. Ich glaube, Königin Iron vertraut darauf, dass ihr dazu fähig seid, die Interessen des Dominions über eure eigenen zu stellen. Ich schätze, das ist wohl die Bürde, die ich zu tragen habe. Wohlan denn. Ich werde euch nicht das Vergnügen bereiten, meine Treue anzweifeln zu dürfen. Ihr fragtet nach den Khajiit? Ja. Was könnte den Bau ihrer Botschaft verzögert haben? Fragt einen Steinmetz. Ich muss mich auf die Bestätigungszeremonie vorbereiten, ehe Königin Iron eintrifft. Ich kann mich jetzt nicht mit solchen Kleinigkeiten herumschlagen. Wenn ihr der Sache nachgehen wollt, dann sprecht mit Botschafterin Tarinwi in der altmerischen Botschaft. Was ist eine Bestätigungszeremonie? Ein archaisches Ritual der Waldelfen. Wenn sie nach ihrer Pfeife tanzt, wird Königin Iron von den Himmeln als würdige Anwärterin für den Kaiserthron von Tamriel anerkannt. Alles Unfug, wenn ihr mich fragt. Warum hat Königin Iron angeboten, den Khajiit eine Botschaft zu bauen, wo doch gerade jetzt schon so viel anderes zu tun ist? Ihre Antwort wäre, um Harmonie zu verbreiten. Der gleiche Grund, aus dem sie diese bizarre Baumstadt als Sitz des Dominions ausgewählt hat. Sie möchte, dass sich jedes Mitglied des Dominions absolut gleichberechtigt fühlt.
Stimmt ihr den Plänen von Königin Irene etwa nicht zu? Oh, wir müssen schon gegen unsere Feinde vereint bleiben. Und einen Hochelfen an der Spitze zu haben, ist für unseren gemeinsamen Erfolg von alles entscheidender Bedeutung. Aber brauchen wir wirklich all diese Hätscheleien? Die Bestätigungszeremonie, die Sache mit der Botschaft, diese Harmonie, schafft nur immer neue Probleme. Tja, was soll man dazu sagen? Ich denke, ihr habt auch schon gemerkt, dass dieser Prinz Nehemon nicht besonders groß ist. Ihr steht wohl nicht gerne Schlange? Nö, ehrlich gesagt nicht. Ich laufe eigentlich immer überall rein. Hier habt ihr übrigens auch die Dinger fürs Handwerk. Die, ja. Die Tafeln, sage ich jetzt mal, wo das angeschlagen ist. So, dann gehen wir erstmal raus. Und schauen mal, wo wir hin müssen. Geht in die altmährische Botschaft. Das müsste eigentlich das hier vorne links sein, wenn ich mich richtig erinnere. Au. Oder? Nee, Moment, das ist... Ah, ja. Bitte hört mir nur einen Augenblick. Da habe ich mich letztes Mal auch schon mit vertan, weil ich schon einen Schritt voraus war und schon die Sachen machen wollte, die erst später kamen eigentlich. Hier ist noch ein Buch, sehe ich gerade. Ah. Sehr schön, das nehmen wir dann ja direkt mal mit. So. Wo müssen wir hin? Zu den großen Menschenauflauf. Wo ist unsere Botschaft? Wovor habt ihr Angst? Vor Worten? Okay, ich dachte, die reden noch irgendwas sagen, vielleicht noch irgendwas Interessantes dazu, aber offenbar nicht. Wir müssen, glaube ich, nach oben. Nach oben. Ah. Ich schätze, eine Wanderin wie ihr weiß nicht, wie beschäftigt aussieht. Ich werde es euch zeigen. Ihr dürft gerne zuschauen. Still und aus der Ferne. Prinz Nehemon meinte, ich sollte mit euch sprechen. Entschuldigt mein Benehmen. Es gibt noch so viel für die Bestätigungszeremonie von Königin Irene vorzubereiten. Die Gemüter schäumen etwas über, wie ihr sicher gut verstehen könnt. Doch wenn Prinz Nehemon euch schickt, dann muss es etwas Wichtiges sein. Was kann ich für euch tun? Warum wurde die Botschaft der Khajiit noch nicht gebaut? Warum sollte Prinz Nehemon sich darum kümmern? Können Sie sich da nicht wenigstens die Unterkunft in einem Gasthof leisten, wenn Sie schon zu faul sind, sich Ihre eigene Botschaft zu bauen? Prinz Nehemon meint, es läge alles in eurer Verantwortung. Nun ja, ich... Natürlich habe ich den Bau befohlen. Ich habe ein paar Waldelfen angeheuert, um die nötigen Steine dafür auszugraben. Und ich habe eigens Vorräte für die Khajiit bereitgestellt. Es ist nicht mein Fehler, dass die Einheimischen ihre Arbeit nicht machen. Wo sind die Vorräte? Schaut in unserem Lagerraum nach. Die Khajiit haben sich nicht einmal die Zeit genommen, die Vorräte abzuholen. In der Zwischenzeit gehe ich los und suche nach Prinz Nehemon. Solltet ihr nicht auf sein Geheiß hier gewesen sein, werde ich dafür sorgen, dass euch die Gerechtigkeit des Dominions ereilt. Ah ja. Nachdem sie mir die Fragen beantwortet hat, hat sie dann... Wir werden sehen, was Prinz Nehemon von euren aufdringlichen Fragen hält. Ja, du mich auch. Danach hat sie dann jetzt noch die Zeit, überall nach Prinz Nehemon zu suchen, um mit ihm zu sprechen. Aber gerade hat sie noch gesagt, sie hat ja überhaupt gar keine Zeit. Ich bin direkt hinter euch. Solche Leute liebe ich. So, jetzt habe ich wieder das Problem. Moment, ich muss da rein. Da komme ich rein, wenn ich... Ja! Umlaufe? Nein? Nicht? Achso, Moment, untersucht den Lagerraum, das war in dem gleichen drin. Och, ich bin heute aber wirklich verpeilt, glaube ich. Also, ich glaube, das war in dem gleichen drin. Ich bin wirklich verpeilt, das sowieso. Wo ist hier der Lagerraum? Leute, ist das hier rechts? Ah! Möchtest du mit mir reden oder kann ich einfach rein? Ich rede mal vorsichtshalber mit dir. Das ist weit genug. Der Lagerraum ist tabu. Befehl von Botschafterin Tarinwe.
Botschafterin Tarinva hat mich geschickt, um den Lagerraum zu inspizieren. Hat sie das? Dann ist das was anderes. Zeigt mir ihre Befehle und ich trete zur Seite. Sie gab mir keine schriftlichen Befehle. Dann kann ich euch nicht hineinlassen. Ihre Anweisungen waren sehr genau. Niemand kommt hier ohne ihre schriftliche Erlaubnis hinein. Ich bleibe auf meinem Posten, bis ich abgelöst werde. Außer in Notfällen natürlich. Was für Notfälle? Die Khajiit könnten randalieren. Das wäre schlecht. Sehr schlecht. Oder natürlich ein Feuer. Aber die Chancen, dass so etwas passiert, sind eher gering. Wenn ihr nicht zur Seite tretet, könntet ihr euch euren persönlichen Notfall kriegen. Ich? Was? Habt ihr das gehört? Ich hätte schwören können, dass der gerade mein Hauptmann nach mir ruft. Mhm. Genau. So. Da haben wir nichts drin. Hallöchen. Den interessiert das nicht, wenn hier irgendein Wildfremder rumläuft. Achso, ich habe schon was gefunden. Ich wollte eigentlich weiterklicken und. Wo ist die Wache? Und was treibt ihr hier? Ich hatte erwartet, dass ihr die Probleme in der Botschaft lösen und nicht verursachen würdet. Versteht ihr, was hier draußen geschieht? Lasst es gut sein. Erklärt, was ihr in diesem Lagerraum getan habt. Botschafterin Tarinva hat mir aufgetragen, den Lagerraum zu durchsuchen. Warum sollte sie das tun? Ach, was soll's. Nun, was habt ihr gefunden? Die Vorräte, die für die Khajiit bereitgestellt worden sind, nutzlos. Ein ganz gewöhnlicher Fall von bürokratischer Korruption. Ich hätte da mehr von der Botschafterin erwartet. Doch das spielt keine Rolle. Vorräte können ersetzt werden. Was ist mit der Botschaft der Khajiit? Hat sie gesagt, warum der Bau noch nicht begonnen hat? Sie meinte, sie hätte einen hiesigen Arbeitstrupp angeheuert, um Steine aus einer Höhle in der Nähe zu beschaffen. Was meint ihr mit Steine beschaffen? Das hätte doch schon vor Monaten erledigt sein sollen. Die Bauarbeiten sollten umgehend beginnen können. Ich werde selbst mit der Botschafterin reden. Und ich werde sie lehren, das Dominion zu fürchten. Die Botschafterin meinte, sie würde losgehen, um nach euch zu suchen. Ich bin überrascht, dass wir einander unterwegs nicht begegnet sind. Geht zu diesen Ruinen und findet diesen Arbeitstrupp. Ich möchte wissen, warum sie ihren Auftrag noch nicht erledigt haben. Ich werde nicht zulassen, dass das Wort von Königin Eirin durch das Unvermögen Dritter an Ansehen verliert. So, und wie bereits eben auch, war ich nämlich eben etwas zu schnell. Also, wie davor auch schon, meine ich. Denn ich hatte eigentlich gedacht, dass wir hier reingehen. Ja, den können wir sowieso nicht überspringen, überreiten, überlaufen, was weiß ich. So. Die vielen Schnitte im Körper des Waldelfen scheinen von einer Axt zu stammen. Seine Hände sind schwielig und er trägt die einfache Kleidung eines Händlers. Und ich hoffe, dass ihr mich überhaupt noch versteht, weil irgendeiner hier mit einem Auto, was gleich auseinanderfällt, so wie sich das anhört, am Rumfahren ist. Das ist vermutlich das, was eben wieder abgesoffen ist. Ich bin zu weit, oder? Ich muss doch irgendwo da hinten. Das ist genau. Die Oberfläche dieses Wagens ist von Splittern und Spänen übersät. Es scheint mit Axtschlägen zerstört worden zu sein. Du hättest auch mal was sagen können. Ich sah, wie ihr über der Leiche eines toten Waldelfen standet. Hätte euch beinahe ein Pfeil in den Hals gejagt. Gut, dass ich euch wiedererkannt habe. Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Azareth, ein Dämmerranken-Waldläufer. Wir sind direkt König Camoran Eradan unterstellt. Ich habe euch vorhin schon gesehen, im Thronsaal. Der König hatte so seine Verdachtsmomente wegen des vermissten Arbeitstrupps und bat mich, der Sache nachzugehen. Anscheinend sind wir beide an dieser Angelegenheit interessiert. Wie viel wisst ihr darüber, was hier vor sich geht? Ich weiß genug. Den Khajiit steht eine Botschaft zu. Sie sind wütend, dass die Hochelfen den Bau in die Länge ziehen. Es wirkte alles wie ein rein politisches Problem, bis ein Dutzend Steinmetze spurlos verschwand. Der König hat mich geschickt, die Gründe dafür herauszufinden. Warum ist es dem König so wichtig? Vor dem Dominion hat König Camoran Eradan um ein Haar einen Bürgerkrieg verloren. Ich kam, um nachzusehen, ob die vermissten Steinmetze womöglich ins Visier der Schwarzsaft-Rebellion geraten sind. Doch der Schwarzsaft hätte ihre Leichen irgendwo offen zur Schau gestellt und sie nicht als Futter für die Reifzecken liegen lassen.
Wer hat das dann getan? Der König vermutet, dass Botschafterin Tarinwe nichts Gutes im Schilde führt. Nur wegen kleiner Auffälligkeiten und einiger ihrer Verbindungen. Aber er kann seine Verbündeten schlecht bezichtigen, die gesamte Allianz zu untergraben. Daher hat er mich geschickt, um mich darum zu kümmern. Um euch wie darum zu kümmern? Botschafterin Tarinwe hat Verbrecher angeworben, um Vorräte zu schmuggeln. Nie unverhohlen, aber doch auffällig genug, dass wir es bemerkt haben. Ich sage nicht, dass sie diese Steinmetzer hat töten lassen, aber ich würde sie trotzdem einmal gerne selbst fragen. Das Problem ist, dass wir nichts tun können, solange sie in der altmärischen Botschaft ist. Botschafterin Tarinwe hat vorhin die altmärische Botschaft verlassen, nachdem ich sie befragt hatte. Wenn sie die Botschaft verlassen hat, dann weiß sie, dass jemand hinter ihr her ist. Sie wird abtauchen und zu fliehen versuchen, indem sie sich von jemandem aus Gradwald herausschmuggeln lässt. Wir sollten sie wohl besser aufhalten. Trefft mich in den Halden am Fuß des Eldenbaums. Ich tauche bald dort auf. In Ordnung. Ich treffe euch dort. So, wir reiten dann wieder zurück, so wie er gesagt hat. Ich denke immer, das ist ein Gegner. Das ist so ungewöhnlich, wenn ich die Namen ausgeschaltet habe. Aber ich denke mir, fürs Let's Play ist es irgendwie schöner, weil sonst hat man natürlich auch hier tausende von blauen Namen, also diese ganzen Spielernamen auch noch überall hängen. Und ich denke, das wird dann doch ein bisschen zu viel sein. Ich dachte, ich habe da oben noch eine Straße, die ich entlang reiten kann, aber das ist nur die hier unten. So. Wo sind die Halden? Da. Kleiner? Hallo. Sie nennen diesen Ort die Halden, denn hier enden alle Abfälle. Wir lernen sie ab und zu, aber sie kommen immer zurück. Notwendiges Übel, wurde mir gesagt. Seid ihr sicher, dass Botschafterin Tarinwe dort drin ist? Ich habe mit jemandem gesprochen, dem ich vertraue. Sie ist definitiv hier. Wir sollten in die Gänge kommen, sie hat keinen großen Vorsprung. Wie lautet der Plan, falls wir sie finden? Wir nehmen sie fest, wir unterziehen sie einer Befragung. Wir finden Beweise, dass sie hinter allem steckt, damit Prinz Nämon nicht vor Wut platzt. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals eine hochelfische Botschafterin jagen würde. Womit müssen wir in den Halden rechnen? Mit Schmugglern, Skoma-Süchtigen und mehr als nur eine Handvoll Verbrecher. Sie bleiben unter sich, aber manchmal verbünden sie sich auch, um Außenseiter zu vertreiben. Beinahe wie eine schäbigere Version des Dominions. Wie sollten wir eurer Meinung nach vorgehen? Unser Ziel ist es, Botschafterin Tarinwe zu finden, bevor sie sich eine Ausreise aus Gradwald erkauft. Wir bleiben im Verborgenen und gehen unnötigen Konflikten aus dem Weg. So würde ich das zumindest machen. Aber unsere Suche erstreckt sich über ein großes Gebiet. Ich halte mich an eure Führung. Das ist doch nett. Können wir die... Nee, können wir leider nicht mitnehmen. So, hier schalte ich jetzt allerdings die Namen mal ein. Habt ihr eine Münze übrig? Oder etwas, Goma? Nein, ich wollte mir nur gerade euer Weizen nehmen. Weil hier nämlich auch gleich... Nicht hier drin feststecken, bitte. Weil hier nämlich auch gleich Gegner kommen werden. Hier ist noch ein Buch. Sehr wichtig. Ich laufe gerade... Doch, ich laufe doch in die richtige Richtung, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Doch, jetzt sind Rote da, dann darf ich da nicht mehr rein. Soll euch holen. Ausschwärmen! Jetzt sind Rote da, als ob wir hier im PvP-Gebiet sind. Steckt eure Waffen. Meinte natürlich, jetzt sind Gegner da. Die Schlacht ist gewonnen. Bitte, lasst mich gehen. Ja, hallo, du bist hier derjenige, der andere Leute angreift. Gut, ich habe ihn jetzt angegriffen, aber trotzdem, grundsätzlich ist er derjenige. Wieso greife ich die jetzt hier eigentlich alle an? Kann ich dir hier drin eigentlich helfen? Bitte, sie könnten jeden Moment ins Zelt kommen. Ich kann nur versuchen zu fliehen, wenn sie nicht hinsehen. Wer hat euch das angetan? Banditen. Sie meinten irgendwas davon, dass dieses Land ihnen gehören würde. Als ob man Land überhaupt jemals wirklich besitzen könnte. Bitte. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ich will einfach nur noch fort von hier. Natürlich. Ich werde euch losbinden. Danke. Ich verschwinde von hier. Mach das. So, wir sollten dann weiter in die Richtung gehen. Genau.
Komm, loote doch einfach und geh weiter. Das können wir noch. Also die Urnen und so, die würde ich hier an eurer Stelle auf jeden Fall immer schön looten. Weil da habe ich doch schon so einige, also könnt ihr später auch noch machen. Da habe ich schon einige Rezepte und Entwürfe gefunden. Gerade ja auch wieder ein Rezept dabei gewesen. Gut, das sind meistens natürlich jetzt Sachen, die ich schon kenne. Aber wenn ihr jetzt neu dabei seid, also dass der erste Char ist beispielsweise, den ihr gemacht habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall machen. Ihr sprecht weise Worte, Lakura. Jetzt kommt. Setzt euch zu mir und genießt, was wir zu bieten haben. Ah, das klingt verlockend. Aber der Ehemann von diesem wartet. Aber ihr habt hier keinen Ehemann, mein Herr. Meine Freunde und ich werden dafür sorgen, dass ihr euren Ärger vergesst. Okay. Frag mich dann nur, wenn er doch einen Ehemann hat, wieso ist er jetzt die mit einer kranken Dame da, die so ihn gerade anmacht? Und hinten habe ich jetzt übrigens noch einen gesehen, der scheinbar auch gefangen genommen wurde. Kann ich euch bei etwas... Nein, ich will looten, sonst hätte ich dich angesprochen. Ach, der ist davor. So. Nee, du bist gar nicht gefangen genommen worden, oder? Ich werde mich niemals wieder normal fühlen. Okay. Hör einfach mit den Drogen auf. Gut. Hier ist noch eben was. Das können wir noch... Die Chorwachs. Oh, die Chorwachs ist immer sehr, sehr gut. Also für mich, die Housing macht, die grundsätzlich immer zu wenig die Korvax da hat. So. Da kommen wir gleich zum Ziel. Also eigentlich bin ich doch blöd gelaufen. Und dafür haben wir jetzt die ganze Höhle gemacht. Eigentlich hättet ihr am Anfang einfach quasi links runterlaufen müssen. Bin ich denen natürlich in die Arme gelaufen, weil ich gerade auf der Karte nachgucke. Links runterlaufen müssen, also sprich Prinz Nämon hat jemanden auf in die Botschaft der Karte geschickt. Hier wir müssen verschwinden, runter. Bevor wir entdeckt werden. Prinz Nämon, wir hatten doch... Es ist zu spät für das Erbe. Ich hatte gar nichts. Es tut mir leid, dass ich das jetzt unterbrochen habe. Jeder Schurke ist der Held seiner eigenen Geschichte. Ha, schon komisch. Tja. Wo ist denn der Kleine? Hallo? Ich denke, du willst sie gefangen nehmen. Hallo? Also normalerweise müsste er jetzt eigentlich kommen und müsste irgendwas sagen von wegen ihrer Verbrechen nimmt er sie fest. Aber irgendwie will er das jetzt gerade nicht. Aber wir sollen zurückkehren, also kehren wir jetzt zurück. Nö, der hat irgendwie keinen Bock da drauf. Keine Ahnung, warum das jetzt hier verbuggt ist, aber Hauptsache, der zeigt mir an, dass ich zurückgehen soll. So. Und schon wieder ein Entwurf. Sehr schön. Das waren alles Entwürfe, mit denen ich nichts mehr anfangen kann. Aber es ist trotzdem immer schön, die da rauszukriegen. Ich meine, meine Gildenmitglieder können damit teilweise was anfangen. Klar, die jetzt auch schon lange dabei sind, können oft nichts damit anfangen. Also aus dieser Gegend zumindest nicht mehr. Aber viele kommen ja immer wieder neu dazu. Und auch die ganz neuen Neulinge sozusagen, also die, die gerade erst angefangen haben, Level, weiß ich nicht, 20 sind oder so, die können sich natürlich auch immer gerne bei uns bewerben. Und denen wird dann natürlich auch geholfen. Ich sag aber schon mal eins vorweg, weil wir da auch schon mal so zwei, dreimal Probleme mit hatten. Es ist immer der Ton, der die Musik macht. Heißt mit anderen Worten, wenn ihr reinkommt und nur fordert, 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 dann werdet ihr auch ganz sicher keine Hilfe bekommen. Wenn ihr aber ganz normal reinkommt und ihr selbst seid, sage ich jetzt mal, es sei denn, dass ihr immer nur fordert, wenn ihr selbst seid natürlich, dann gibt es auch keine, wird es auch keine Probleme geben, weil wir sind alle sehr hilfsbereit und da ist es egal, ob es bei Neulingen ist oder ob es um Leuten geht, die schon länger dabei sind, die Hilfe brauchen. Auf normal, auf Wett, das ist unerheblich. Wobei natürlich nicht jeder Wett machen kann. Also gerade die Neulinge können es natürlich nicht.
Aber dafür findet sich natürlich immer irgendjemand. So, schauen wir mal. Sprechen wir mal mit dem netten König hier. Wenn auch etwas überheblich. Ihr seid zurückgekehrt. Was habt ihr von der kajitischen Botschaft erfahren? Botschafterin Tarinwa hat sich gegen das Dominion verschworen. Oh, gut. Ich liebe nichts mehr als Gerede über Verschwörungen. Hatte die Botschafterin ein Manifest? Für gewöhnlich haben sie Manifeste. Sei's drum. Ich nehme an, ihr habt diese Angelegenheit geklärt? Ich habe Botschafterin Tarinwa gefangen. Famos. Ich überlasse euch die Ehre, den Prinzen Nämon darüber in Kenntnis zu setzen. Warum erzählt ihr ihm nicht, dass die ordnungsgemäß gewählte hochelfische Botschafterin insgeheim gegen genau jenes Dominion arbeitete, das sie zu unterstützen geschworen hatte? Ich werde derweil auf meinem Thron sitzen und versuchen, nicht hämisch zu grinsen. Okay, also der Typ ist eindeutig etwas seltsam. Ich habe gehört, was ihr dem König gesagt habt. Botschafterin Tarinwa, eine Verräterin, die Mörderin meiner Frau, eine treue Dienerin und ich, der Vertreter von Königin Eirenen Eldenwurz, muss euch für eure Anstrengungen danken. Na schön. Ich werde keinen Grund liefern, meine Pflicht dem Dominion gegenüber in Frage zu stellen. Was wird mit Botschafterin Tarinwa geschehen? Wir werden Botschafterin Tarinwa verhören, bis wir wissen, wie weit ihr Verrat reicht. Dann wird sie sterben, wie es allen Verrätern ergehen muss. Aber sei's drum. Eure Effizienz bei der Klärung dieser Angelegenheit ist lobenswert. Und das Dominion belohnt alle seine Diener. Ja, und wir haben eine Halskette mit dem niedlichen Namen Ohr der Königin erhalten. Der Verrat von Botschafterin Tarinwa hätte nicht eindeutiger sein können. Sie kannte die Einzelheiten der Bestätigungszeremonie, womit Königin Eiren in Gefahr ist. Es ist die Schuld meiner eigenen Schwester. Sie wollte den Silvanar und die Mähne friedlich stimmen, indem sie diesem dummen Vorgang zugestimmt hat. Was meint ihr? Die Bestätigungszeremonie endet beim Planetarium, einer uralten Maschine unter Eldenwurz. Sie wird vorhersagen, wie sehr Königin Eiren dazu geeignet ist, Kaiserin zu werden. Oder irgendwas in der Richtung. Aber Botschafterin Tarinwa hat bei den Vorbereitungen geholfen. Ich muss davon ausgehen, dass sie versucht hat, die Vorbereitungen zu sabotieren. Werdet ihr die Zeremonie abbrechen? Das würde Königin Eiren schwach erscheinen lassen. Nein, wir müssen weitermachen. Ihr habt eure Kompetenz bereits unter Beweis gestellt. Deshalb bitte ich euch, mit Meleras zu sprechen. Er ist ein Experte für das Planetarium und weiß, was zu tun ist. Gar nicht so übel, wenn man sich erst einmal an den Geruch gewöhnt hat. Ich werde mit Meleras sprechen. Die Vorbereitungen für diese Bestätigungszeremonie scheinen endlos zu sein. Aber ich bin der Aufgabe gewachsen. Warum kann Königin Eiren die Zeremonie nicht verschieben? Sie hat gefragt, wie sie sich als ihre rechtmäßige Anführerin erweisen könnte. Der Silvanar hat den Unsinn mit dem Planetarium vorgeschlagen und die Mähne hat zugestimmt. Natürlich wird keiner anwesend sein, um es zu sehen. Dennoch ist meine Schwester an ihr Wort gebunden. Wie unerwartet. Warum sind Sie nicht hier? Politische Entschuldigungen der Khajiit sind nicht erkennbar. Ich weiß, dass die Mähne nicht anwesend sein wird und das ist alles, was ich wissen muss. Und was den Silvanar betrifft, er starb auf Kenatis Rast. Er dachte, er könnte mit den dreckigen Meereselfen verhandeln. Naja, ganz so war es ja nicht. Wird jemand der Verbündeten von Königin Eiren der Zeremonie beiwohnen? König Kamoran Radan. Sie ist in seiner Stadt, also kann man ihn nicht abweisen. Und mich natürlich auch nicht. Okay. Dann haben wir, nehmen wir natürlich das Zauberelixier, haben wir einen Stufenaufstieg gehabt. Aber ich glaube, wir können hier immer noch nichts Neues reinstellen, so wie ich das sehe. Passive haben wir nicht, die wir machen können. Vom Rest hatten wir eigentlich auch nichts, wo wir groß was reinmachen können. Handwerk möchte ich noch ein paar Sachen reinmachen. Aber ja, der Rest, der ist eigentlich unerheblich. So, wie ihr seht, habe ich jetzt wieder eine neue Quest, die ich jetzt nochmal annehmen kann. Das werde ich allerdings nicht mehr in dieser Folge tun. Wir werden das Ganze ein wenig splitten. Die Sache mit dem Planetarium, die werden wir nämlich dann in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.